I woke up in Australia today. Ja, es ist verrückt, Leute. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich bin in Australien. Wir sind gestern früh an der Gold Coast gelandet. Aber wie ihr vielleicht hört, bin ich echt krank geworden. Und der Flug hierher war tatsächlich auch sehr herausfordernd für mich, weil ich auch sowas wie Bali-Belly bekommen habe. Also mir geht es so von meinem Magen, von meinem Bauch und so gar nicht gut. Das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass ich das so richtig bekommen habe. Also irgendwas habe ich gar nicht gut vertragen. Und dazu kam halt auch noch so, dass ich so Klimaanlage-Erkältung gekriegt habe. Deswegen ist meine Gesundheit leider ein bisschen down. Und ja, und das Schicksal wollte halt irgendwie nicht so richtig gönnen, dass wir gut in Australien reinstarten können, aber wir sind jetzt auf jeden Fall hier und wir versuchen ja das Beste aus der Situation zu machen. Allerdings regnet es jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag, also der erste Tag hier wird wahrscheinlich ja sehr wenig ausgelöst werden können, weil es soll wirklich den ganzen Tag regnen. Gut ist aber, dass wir dann noch weitere zwei Tage sind und morgen soll es dann gutes Wetter werden und so, deswegen all good, all fine. Ich denke, dass dann heute einfach so ein Tag wird, wo wir vielleicht mal in eine Shopping Mall fahren. Weil ich will auf jeden Fall auch mal in die ganzen Läden, die es hier gibt, aber in Europa nicht gibt. Also es gibt hier auch so coole so Sportbrands oder so. Oder es gibt, glaube ich, auch bei Lululemon hier andere Sachen als in Europa. Und da will ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Also nach wie vor konnte ich das noch nicht so richtig realisieren, dass ich überhaupt hier bin, weil die ganze Zeit durch meine ja, gesundheitliche Situation so dizzy war und mich so ja, nicht richtig da gefühlt habe. Jetzt ist mir halt aufgewacht und es ist so schlechtes Wetter und ich denke mir so, ach, scheiße. Aber ich war gestern schon das erste Mal am Strand. Ich bin ein bisschen hingelaufen, das war auch sehr schön. Ich hoffe dann einfach, dass die nächsten Tage besseres Wetter wird. Und dass es jetzt einfach nur so ein kleiner, schlechter Start ist sozusagen. So schläft auf jeden Fall noch. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch recht lange geschlafen, weil wir sind gestern 13 Uhr, konnten wir hier in das Airbnb einchecken. Und wir haben uns dann wirklich direkt hingelegt und haben nochmal bis 18 Uhr geschlafen. Waren dann nur noch mal kurz was einkaufen und sind dann direkt wieder schlafen gegangen. Einfach weil unsere Körper so down waren. Und deswegen, ja, ich bin aber heute Morgen schon um 8 Uhr aufgewacht. Jetzt ist es halt mittlerweile um 11 Uhr. Ich glaube, so schläft wirklich immer noch, aber wir verpassen hier bei dem Wetter sowieso nichts, deswegen ist es auch voll okay. Heute Abend kommt unsere Freundin Elisa noch. Mit Elisa war ich zu Weihnachten auf Bali, falls ihr euch erinnert. Ist auch voll krass, weil sie hat wirklich eine 40 Stunden Anreise gehabt, also wirklich krass. Ich mache mich jetzt, glaube ich, nur mal so ein bisschen ready, einfach damit ich mich ein bisschen wach fühle und gut in den Tag so reinstarten kann. Ich habe bis jetzt immer noch nichts Richtiges gegessen. Ich habe mir gestern nur mal so plaines Toastbrot gekauft. Aber ehrlich gesagt, und das ist jetzt vielleicht too much information, aber ich glaube, ich vertrage einfach noch kein richtiges Essen. Und das ärgert mich einerseits, aber andererseits habe ich auch gar keinen Bock, irgendwas zu provozieren und dass es mir dann noch länger schlecht geht. Ich muss mich auf jeden Fall nicht mehr übergeben. Das ist ein sehr guter, großer Fortschritt. Es war so ein großer Traum von mir, nach Australien zu fliegen. Das glaubt ihr nicht. Und jetzt bin ich einfach hier und kann es aber noch nicht so richtig realisieren. Ich glaube, das kommt erst in den nächsten Tagen so richtig hoch, wenn es mir besser geht und wenn das Wetter auch besser ist. Aber ich meinte auch schon so irgendwie, letztes Jahr zum Beispiel die Bali-Reise, das war für mich jetzt kein Traum oder so. Ich war so, ich wollte eigentlich zurück nach Amerika. Ich wollte nochmal nach San Diego oder so, aber die Mädels waren dann so, nee, lass doch Bali. Und dann war ich so, ja gut, dann machen wir Bali. Und das war dann trotzdem eine schöne Zeit, aber es war jetzt nicht so ein Bucketlist-Traum, dahin zu fliegen. Und damals Amerika eigentlich auch nicht. Es war was Neues, Cooles, aber es war jetzt kein Traum. Und Australien ist jetzt aber wirklich ein Traum. Für mich wirklich ein großer Traum, der für mich jetzt die nächsten Wochen in Erfüllung gehen wird. Und es ist so komisch, weil ich es wirklich nicht realisieren kann. Ich habe übrigens auch die letzten Tage in Canggu, als wir in Canggu waren, so und ich gar nicht mehr so viel mitgefilmt. Also vom letzten Video. Wir waren dann tatsächlich auch einfach nur lecker essen und abends immer ein bisschen feiern. Das war eigentlich sehr cool, weil Canggu ist ja auch bekannt einfach für diese Partykultur. Und Leute, ich habe euch ja auch versprochen, euch nochmal zu meiner ganzen Hinge-Geschichte ein Update zu geben. Und es ist wirklich ein bisschen verrückt. Ich muss wirklich sagen, es ist verrückt. Weil, wie gesagt, wir waren ja letztes Jahr schon mal auf Bali und ich war im Dezember auf Bali und habe da jeweils auch schon mal so ein bisschen rumgehinged. Und hatte da schon mal ein Match mit jemandem, aber das hat sich irgendwie so ein bisschen verlaufen. Wir haben uns aber trotzdem irgendwie gegenseitig auf Instagram gefolgt. Jetzt waren wir ja wieder auf Bali, wie gesagt, ich war wieder ein bisschen am Hinschen. Und der war einfach wieder da und ich war so, hab ihn dann halt wieder geliked und war so, ja, das Gesicht kam mir bekannt vor.
Und wir sind dann wieder ins Gespräch gekommen. Wieder zurück in Bali, was sind deine Pläne, irgendwie was machst du und so. Und wir haben uns dann tatsächlich auch für einen Abend dann zu Drinks verabredet. Und es war echt sehr cool. Also ich musste sehr über meinen Schatten springen, weil ich bin tendenziell eine Person, die wirklich sehr aufgeregt vor sowas ist, weil ich glaube ich generell einfach große Angst so vor Ablehnung habe und auch immer sehr Angst davor habe, wie ich rüberkomme und so. Es fiel mir wirklich leichter, als ich dachte und ich nehme daraus auf jeden Fall mit, dass ich diesen Drang ablegen muss, jemandem immer unbedingt gefallen zu wollen, weil for real, am Ende kommt es ja beim Daten auch darauf an, gefällt mir diese Person überhaupt. Ich gehe in so ein Date rein und muss ja überlegen, ist das überhaupt eine Person für mich und nicht bin ich die Person für die. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das muss ich irgendwie auch immer so ein bisschen mitnehmen. Und es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Wir haben ganz viel gelacht. Wir hatten eine tolle Zeit. Und es war halt auch irgendwie so ein bisschen Schicksal, weil wie hoch ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass wir einmal zur gleichen Zeit auf Bali sind und dann nochmal zur gleichen Zeit auf Bali sind und dann noch mehr matchen, noch mal schreiben. Er kommt auch hier aus Australien. Das heißt, vielleicht sehen wir uns nochmal, wenn wir in Melbourne sind. Ich denke, da geben wir euch dann vielleicht auf jeden Fall im Podcast nochmal ein Update dazu. Aber ich wollte euch dazu unbedingt nochmal updaten, weil ich da wirklich einfach über meinen Schatten gesprungen bin. Weil ich gemerkt habe, wie cool es eigentlich ist, neue Leute kennenzulernen, tolle Gespräche zu führen. Ja, und auch einfach wieder so ein bisschen süß rumzudaten. Das macht schon einfach auch Spaß. Und ich meine, selbst wenn man sich dann trifft, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass man sich danach einfach nicht nochmal sieht. Dann nehme ich auf jeden Fall mit, da diese Anspannung mir einfach zu nehmen und zu sagen, hey, wir gucken einfach, wie es läuft und entweder es ist oder es ist nicht. Also das ist wirklich was ich jetzt mitgenommen habe, also diese Leichtigkeit. Selbst wenn ich jetzt daran denke, das in Berlin zu machen, was ich durchaus vorhab und schauen werde, dann will ich da auf jeden Fall ein bisschen lockerer und leichter rangehen und das nicht zu sowas Großem in meinem Kopf aufbauschen, weil am Ende lernt man einfach coole neue Leute kennen und schaut, ob was draus wird. Selbst wenn es am Ende eben nichts wird oder eine Freundschaft wird oder sowas, hat man ja im Bestfall wirklich trotzdem eine gute Erfahrung gemacht, eine gute Connection geschlossen oder was über sich selber dazu gelernt oder sowas. Also schaut auf jeden Fall mal bei Hinge vorbei und probiert selber mal aus. Oder teilt gerne mal eure coolsten, besten Dating-Erfahrungen unten in den Kommentaren. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Danke an Hinge auf jeden Fall für diese Herausforderung. Unsere ersten Tage an der Gold Coast waren ja wirklich eher verrückt. Einerseits natürlich aus dem gesundheitlichen Sinn, also dass wir erkältet waren und dieses ganze Magenzeugs hatten. Und andererseits einfach der wirklich schwer zu realisierende Fakt, dass man jetzt wirklich in Australien ist. Also sich wirklich gerade ein Traum erfüllt. Die ersten Tage hat sich es gar nicht richtig danach angefühlt, als wäre ich überhaupt da. Also ich weiß nicht, ob das an dem Fieber lag, was ich hatte, oder ob es wirklich einfach so schwer zu realisieren war. Aber ich habe die Sachen so unfassbar intensiv wahrgenommen. Die Sonnenstrahlen hier, ich sag ehrlich, die fühlen sich anders an. Die sind irgendwie ganz besonders. Und wenn man Glück hat, dann kann man so ein ganz, ganz tolles Licht sehen, was man aber mit wirklich keiner Kamera so richtig festhalten kann. Auch der Sand hier am Strand fühlt sich ganz anders an. Wirklich ganz fein. Ich habe sowas, also so einen Sand noch nie gespürt. Und der Lebensspirit der Menschen hier ist einfach anders. Besonders. Aber auf jeden Fall positiv. Und ich weiß jetzt schon, nach den wenigen Tagen, dass die Zeit hier definitiv nicht ausreichen wird, um alles richtig aufzusaugen und zu erleben und auszukosten. Die Gold Coast war für uns drei Mädels wirklich der perfekte Start, um in das Australian Life reinzukommen. Und dann ging es für uns weiter nach Byron Bay. Wir sind jetzt angekommen in Byron Bay. Unsere erste Hostel-Experience, aber auch nicht so richtig, weil wir ein ganzes Zimmer für uns haben. Deswegen ist es jetzt auch nicht wirklich Hostel-Experience, aber wir haben kein eigenes Bad. Und das ist das erste Mal. Ich bin aber positiv gestimmt. Ich finde, wir haben eigentlich eine ganz gute Auswahl getroffen. Wir sind auch gerade das erste Mal mit dem Greyhound-Bus gefahren. Das war auch mies entspannt. Das könnte, also ich kann mir vorstellen, auch 10 Stunden drin zu sitzen. Und ich glaube, jetzt gehen wir aber erstmal raus. Ich muss mal irgendwo wirklich was trinken, glaube ich. Dann ja. Gucken wir uns mal hier das, die Innenstadt an, wenn man das so sagen Byron Bay City. Yo. Nee, also es sind halt nur junge Leute gerade auch schon gewesen, ne? Ja, in unserem Bus. In unserem Bus und jetzt auch hier auf der Straße. Ja. Das ist richtig süß. Ja. Ich habe mir schon ganz viele Spots gespeichert. Ja, und Gold Coast war süß, ne? War ja. Süß. Und ich bin auch froh, dass ich da, also dass wir da waren. Das war, glaube ich, der perfekte Start ins Australian Leben. Und ich glaube, ja. Ich würde sogar auch noch mal hin, aber dann eher auf
Lebensbasis. Ja, ich finde, also das ist ein bisschen unspektakulär vom so, was man da so machen kann oder auch die Shops und so. Eher so Malls und dann mal ein süßes Café. Ja. Man geht so, also ich hab Bock da zum Sport zu gehen, da wirklich zu arbeiten. So. Ich glaube, dann ist das Leben da cool, aber jetzt so als junger Tourist ist das jetzt nicht so mega. Und ich meine, wir waren halt auch irgendwie krank am Anfang. Also wir haben eigentlich nur so 2 Tage richtig mitgenommen. Ja, aber ich bin sehr froh, dass wir dort krank waren und nicht hier. Ja. Deswegen, das war richtig so Eingewöhnung. Ja. Und jetzt sind wir ready zu starten. Ja. Guck mal, alle Cafés, die ich so gespeichert habe, sind bei uns. Wirklich, Kombi-Café ist das Wichtigste. Ja, zeig mal Kombi. Bitte. Ah, geschlossen schon. Mhm. Die machen ja alle sehr früh zu. Aber zum Abendbrot könntet ihr auch wieder was essen, sag ich ehrlich. Such mal ein schönes raus, dann können wir jetzt hin. Ja, nee, wir machen uns jetzt hier eine Woche. Wir machen uns jetzt eine schöne Woche. Und ich verlasse diese Woche mit 23 Jahren. True. Ja. Und ist es normal, dass es in Hostels keine Handtücher gibt? No Bones veganes Restaurant. Ja, geil. Kommen wir bis 17 Uhr. Ist es hier? Yes. Ist es? Ist okay. Ja? Ja, total. Wie sind die, ist das vollkommen zu, das Klo? Nein. Hm. Nicht vollkommen zu. Nein. Also mit so einem Schlitz sozusagen. Es ist wie bei in der Schule. Flughafen. Okay. Und duschen? Auch gut. Aber okay. Ist auch groß. Offene Duschen? Nein, okay. Nein. Alles abschließen. Gut. Okay, ja, easy. Ist gut. Neues Notizbuch. Das ist so toll. Ja, ich auch, aber ich weiß noch gar nicht, was ich hier reinschreiben soll. Ich tue einfach so, als würde ich schreiben. Gedanken aufschreiben. Oben am Leuchtturm lassen. Guck mal, sieht so aus, als würde ich. Haha, ich schreibe gar nicht. Ich wollte euch das nur demonstrieren. Es geht ja auch darum, genau, dass man, also ich benutze meins auch so, dass ich da einfach gar nicht drüber nachdenke, was genau schreibe ich da jetzt rein, sondern wirklich einfach auch manchmal so random Gedankengänge, die andere vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen können oder so, runterschreiben. Einfach drauf los. Sophia Lede Life Coach folgt jetzt. Ihr könnt meine Webinare auch holen. Oh, meine Augen sind aber das, diese Farbe hat mich irgendwie an Australien erinnert. Ja, von Byron Bay. Wenn dann der blaue Himmel auch nicht mal war. Ja, heute ist so scheiß Wetter, Leute. Deswegen. Aber nur an meinem Geburtstag wird gut ist. Ja, das ist so krass, wirklich. Es ist wirklich Schicksal. Es heißt, wir müssen irgendeine Whale-Tour machen. Anders als Traum. Nein, wir machen irgendwas Schönes. Strand. Aber wie gesagt, Strand. Ich muss genau, ihr könnt auch ruhig machen, was ihr wollt. Ne? Nein, nein. Wir wandern jetzt hoch. Ja. Zu dem bekannten Lighthouse von Byron Bay. Das Wetter? Lässt zu wünschen. Und deswegen wird das jetzt sicherlich nicht der schönste Sonnenuntergang, den wir jeweils gesehen haben, aber... Wir sind gespannt. Ach ja. Aber ich sag ehrlich, da ist es blau. Vielleicht geht ja, die Sonne stimmt. Trotzdem schön unter. Guck mal, eigentlich könnte man denken, es ist schönes Wetter. Bis man das sieht. So, ja, wirklich. Ganz nach vorne. Zum östlichsten Punkt Australiens. Und da ist bestimmt gutes Wetter. Ich habe am Sonntag, also heute, wenn ihr das Video seht, Geburtstag. Ich werde 23 und ich weiß nicht, ich bin so eine Person, ich werde bei Geburtstagen auch immer so ein bisschen nostalgisch immer.
Das ist ja auch der erste Geburtstag, den ich in meinem ganzen Leben nicht mit meiner Familie oder zu Hause verbringe. Und das ist schon ein komisches Gefühl irgendwie, aber auch so ein Teil des Erwachsenwerdens wahrscheinlich. Um ehrlich zu sein, kann ich mir aber momentan nichts Schöneres vorstellen, als meinen Geburtstag genau hier zu verbringen. Und irgendwie ist das ja auch so symbolisch für was Neues, für den Mut, für die Freiheit und die Selbstständigkeit, die ich so in den letzten Jahren mir erlernt habe. Für das Erwachsenenleben, in dem man sich ja dann doch schon immer mehr und mehr angekommen fühlt. Aber so richtig sagen, was ich mir jetzt fürs neue Lebensjahr vornehme, kann ich aber auch noch nicht so richtig. Und genau da an der Stelle habe ich nämlich heute auch beim Journalen aufgehört, weil ich bin ehrlich, ich muss mir da nochmal eine andere Sonnenuntergangs-Journal-Session nehmen, weil es mir irgendwie sehr schwer fällt, weil ich bin tatsächlich auch sehr fein gerade damit, wie ich bin, wie ich lebe und wie ich so mit meinen Gedanken umgehe, mit meinen Problemen, mit den Menschen in meinem Leben. Und ich bin ehrlich sehr stolz auf mich und was ich so in den letzten Monaten dazugelernt habe, weil das war eine ganz schöne Menge, mit der ich so lernen musste umzugehen. Und ich bin auch stolz darauf, wie sehr ich Frieden mit mir gefunden habe und meinem Umfeld, meinen Lebensumständen. Aber ich bin natürlich in so vielen Hinsichten weiterhin super lost und noch gar nicht angekommen. Wo ich mich in einem Jahr sehe, was ich nach dem Master mache, mache ich die Ausbildung jetzt wirklich? Stecke ich da jetzt wirklich so viel Arbeit und Zeit rein? Verplane ich meine ganzen 20er? Sollte ich es doch lieber lassen? I don't know. Ich struggle mit so vielen Zukunftsängsten, glaube ich, momentan, mit der Angst, Zeit zu verschwenden, was zu verpassen, mein Leben nicht richtig zu nutzen, falsche Dinge zu machen, falsche Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, vor allem damit struggle ich momentan sehr, 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 sehr stark. Einfach mit meiner Vorstellung und meinem Lebensentwurf. Und ich glaube, diese Frage, die habe ich letztes Jahr jetzt sehr beiseite geschoben, weil es so klar war, wie mein Leben fürs nächste Jahr zumindest aussehen wird. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, fürs nächste Jahr wird es noch nicht so klar. Und unter anderem mit sowas muss ich mich jetzt eben beschäftigen. Und das mache ich auch in meinem 24. Lebensjahr dann, oh Gott. Bis nächste Woche.